Andreas Rust, wir sitzen hier in Frankfurt am Main auf dem Südufer, auf dem Sachsenhäuser Ufer. Hinter uns der Radweg von Offenbach nach Frankfurt. Ja. Und wenn man weiterfährt bis Mainz, warum sitzen wir gerade hier an der Gerbermühle? Ja, wenn jemand nach Frankfurt am Main kommt, wie du, lieber Achim, will man die schönsten Seiten zeigen. Eine der schönen Seiten ist die Gerbermühle, direkt am Main gelegen, ein historisches Gebäude. Der Legende nach soll hier Johann Wolfgang von Goethe gewesen sein, aber nur der Legende nach. Und auch planungspolitisch, stadtplanisch ein langer Streitpunkt mit verschiedenen Investoren, was hier geschieht. Du bist ja ein Frankfurter Bub, bist Stadtentwickler sozusagen, warst früher kommunalpolitisch aktiv. Erzähl doch mal etwas hier zu dieser Location. Gut, es gab verschiedene Investoren, die natürlich auch die Spielregeln einhalten wollten. Eine Spielregel war, der alte Teil der Gerbermühle wird erhalten. Natürlich mit hohen Kosten ist das verbunden, einfach um es dann auch tauglich zu machen, auch dem Alltag, der modernen Welt tauglich zu machen. Und auf der anderen Seite muss ein Investor immer rechnen, bringt es ihm etwas? Ja? Da braucht er einen Hotelbetrieb, erweiterte Flächen und. Darum gab es Streit. Viele Investoren wollten letztendlich auch kalt sanieren. Tabula rasa. Tabula rasa machen, Neubau. Aber zwei Frankfurter, der Micky Rosen und der Alex Osiano, die haben das sehr liebevoll gemacht und zu einem neuen Glanzpunkt Frankfurts gebracht. Den alten Glanzpunkt, so wie es viele Jahrzehnte war, wieder neu belebt und verdienen damit auch Geld. Wir haben einen Neubau, wir haben einen Altbau und es funktioniert. Viele Frankfurter nutzen das, fahren Fahrrad von hier in Main entlang nach Offenbach oder wieder zurück oder nur von Oberrad nach Frankfurt und machen hier eine Pause. Da sieht man ja hier die Europäische Zentralbank im Hintergrund, aber auf der anderen Seite links von dir Aurora mit dem Sonnenstern, das große Mehllager. Also das ist ja auch Industriekultur, das ist ja hier der Osthafen von Frankfurt am Main. Hinter uns die Radfahrer, die ihr seht, das sind ja diese Radwege, die im Grundstück, das ist der R5 oder wie der heißt, der führt von irgendwie Aschaffenburg bis Mainz und dann, keine Ahnung, bis nach Antwerpen oder hin. Ja. Hinter uns sieht man jetzt Familien, also das ist sozusagen die Frankfurter grüne Lunge oder sozusagen das Erholungsgebiet. Genau, und jetzt kommen wir da mal zu der ganz spannenden Frage. Im Hintergrund sieht man ja die Hochhäuser, dafür steht ja Frankfurt Mainhattan, das hat sich ja eingebürgert, dieser Begriff, so die einzige Westentaschenmetropole in Deutschland, die sich sozusagen mit Manhattan vergleichen kann. Mal Stichwort Stadtentwicklung, Hochhäuser, es gibt Hochhausentwicklungspläne oder der Stichwort Homeoffice, wie verändert sich die Landschaft der Büroflächen, der Nutzung dieser Skyline oder dieser Wolkenkratzer hier in Frankfurt? Du bist ja da auch sehr nah dran an dieser Stadtentwicklung. Ich glaube, und das ist die Tradition dieser Stadt, es war immer eine Handelsstadt, eine internationale Stadt. Ich würde behaupten, mit an der Spitze in Deutschland, der Internationalität, also jetzt nicht nur in dem Gesichtspunkt Multikulti, sondern die vielen Banken, die vielen Menschen, die hier leben und arbeiten, die nach Frankfurt kommen, im Zentrum von Europa und das dementsprechend auch genutzt haben. Im Mittelalter ist ja Frankfurt eigentlich international als Messestadt, Kaiserstadt, haben hier stattgefunden, aber im Hintergrund natürlich auch die Banken, die Messe, die Buchmesse und eine Messe ist abgewandert nach München, die IAA. Wie ist denn der Messe oder der Standort Frankfurt in der Entwicklung? Wie siehst du das? Also ich glaube, insgesamt sind Messen rückläufig. Aber nichtsdestotrotz, wie sich Menschen treffen, das ist dasselbe Thema, was wir durch Homeoffice, durch Corona hatten. Es wird mit Sicherheit aus meiner Sicht, aus der Sicht vieler Betrachter der Immobilien-Szene, aber der wirtschaftlichen Entwicklung, eine Mischform geben. Es wird sich nicht eins durchsetzen. Es wird sich nicht durchsetzen, dass jemand 9-to-5 im Büro ist und komplett anwesend am Arbeitsplatz. Es wird auch nicht so sein, dass Messen sich komplett auflösen. Menschen müssen sich treffen, danach kann es schon in Teams, was weiß ich, stattfinden. Aber dieser Treffpunkt, das war immer dieser Vorteil dieser Stadt Frankfurt am Main, die Internationalität, die Kommunikation, das Gemeinsame, das wir, trotz der vielen Unterschiede. Kommunikation ist ja ein ganz großes Thema. Das ist ja hier im Oktober, findet ja der große Digitalgipfel der Bundesregierung statt. Und Frankfurt ist ja
neben den Hochhäusern, die man im Hintergrund sieht, auch das, der Standort für Rechencenter, wo das Internet zu Hause ist. Die ganze Hanauer Landstraße rauf und runter von Ettersheim bis Hanau werden ja überall Rechencenter aus dem Boden gestampft. Das ist ja auch etwas ganz Neues durch diesen DNX-Knoten. Wie schätzt du das ein? Das ist eine riesige Chance für Frankfurt am Main, so wie die ursprünglich die Messen hier stattgefunden haben, sich Menschen, die ersten aus Italien hier getroffen haben, die Frankfurter Kaufleute mit den Italienern Geschäfte gemacht haben, die Italiener mit den Frankfurtern. So wird es auch mit diesen modernen, neuen Fabriken, die Arbeitsplätze schaffen sein, weil wir alle, du und ich, wir legen Fotos ab, wir löschen sie nicht, wir brauchen die Cloud, die Wolke, wir müssen nur Daten sichern, Daten speichern, das muss irgendwo geschehen. Ja. Und entlang dieser Industriekultur, das bei Gelegenheit beim Termin sehr schön dargestellt, dann diese Industriekultur werden diese modernen Fabriken entstehen, diese Rechenzentren, die ganz wichtig sind. Die Aufgabe der Politik hier, Achim, ist aus meiner Sicht, dass sie auch vernünftig gestaltet werden. Wir brauchen auch keine Bonusbauquartiere, wie sie mal in der DDR in den 60er, 70er Jahren entstanden sind. Jetzt auf der anderen Seite bei diesen modernen Fabriken, bei diesen Rechenzentren. Man muss es auch gestalten, muss die Nachhaltigkeit betrachten, die Klimafreundlichkeit, die Abwärme nutzen, die Effekte nutzen. Ich glaube, Frankfurt und die Region ist dafür prädestiniert. Ich habe noch eine Frage, die mir auch letztens in Frankfurt bei der Durchfahrt durch diese Skyline-Schlucht aufgefallen ist. Beispielsweise, wo früher an der Senckenberg-Anlage der Soziologenturm war, dieser Hochhaus. Ja, da kam nur RAF raus, also ideologisch, der war so trist, der Bau, da kam nur Linksradikalismus raus. Da steht jetzt ein Hotel mit Wohnungen. Ja, genau. Und mir fällt auf, dass viele Neubauten entlang dieser Hochhausachse mittlerweile Wohnungen sind. Ja. Also teure Hochhauswohnungen. Ja, dafür gibt es den Markt, der wird bedient. Aber nichtsdestotrotz muss die Stadtpolitik und die Stadtregierung dafür sorgen, dass es für alle sein. Für die weniger Reichen, für die ganz Reichen, auch für die normalen Menschen genügend preiswerten, vernünftigen Wohnungsraum gibt. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe dieser Stadt. Kommen wir nochmal zu so einem Punkt, der mir bei unserem letzten, oder den wir in unserem letzten Gespräch schon hatten. Frankfurter Bahnhofsviertel, man kommt aus dem Bahnhof raus, schaut da diese Achse hoch Richtung diesem alten Sitz der Europäischen Zentralbank und sieht ziemlich viel Drogenelend. Das ist genau dasselbe, stadtpolitisch. Dieses Gemeinsame, das, was letztendlich die hessische Gemeindeordnung vorsieht, dass ein Magistrat gemeinsam mit den Stadtverordneten, die entscheiden, die Hoheitsträger gemeinsam mit dem Magistrat Entscheidungen treffen, das wirkt in dieser Gesellschaft, die wir zurzeit haben, dass alle Partikularinteressen über Instagram, Facebook, TikTok verteilt werden, überhaupt nicht mehr. Die Politik muss da zurückfinden, auf diesen Weg, nicht die Menschen. Die Menschen geben den Anschluss, sie wollen mitwirken. Sie wissen auch in vielen Punkten ganz genau, was sie wollen und was einer Stadt gut tut, weil sie die Stadt sind. Okay. So, und wie sind die Perspektiven der nächsten Jahre hier in Frankfurt am Main zum Schluss unseres ersten Gespräches? Also, ich sage jetzt mal, ich vertraue in diese neue Kraft, dass der Oberbürgermeister, der Mike Josef, selbst sich Ziele gesetzt hat, die auch verwirklichen will, dass er vielleicht wieder auf diesen Weg zurückkommt, den Wallmann letztendlich mal begonnen hat. Ach, ganz wichtig, bevor wir wirklich zum Schluss kommen, diese Stadt ist seit dem Zweiten Weltkrieg eine sozialdemokratische Stadt gewesen. Helmut Kohl war es, der dann gesagt hat, wir müssen von den Zentren aus, von den Städten aus, nach vorne gehen und zeigen, dass Christdemokraten auch Kommunalpolitik können. Ja. Einmal hat er das 77 bewiesen und er hat einen sogenannten multikulturalen Magistrat gebildet, obwohl er die absolute Mehrheit hatte. Er hätte sie alle besetzen können mit Christdemokraten. Hat er nicht gemacht. Und wenn der jetzige Oberbürgermeister Schlaues sich nicht allein auf die Koalition verlässt, sondern alle einbindet, auch andere politische Couleur einbindet, die ihm vielleicht nicht gefällt, kann er das bewirken, was Wallmann einmal bewirkt hat und was ganz wichtig heute noch ist in dieser Stadt. Und das war Andreas Rust hier am Main in Frankfurt mit der Europäischen Zentralbank. Danke für das Gespräch. Ich danke, dass du nach Frankfurt gekommen bist, an den Main. Paris.